Schönen guten Tag. Wir haben Sonntag an diesem Tag, wo ich das hier aufnehme. Es ist noch, ja, gehabene frühe Morgenzeit, kurz nach 8. Und den ersten Teil habe ich schon abgedreht und es ging ja über die Seele. Mittendrin im Buch, ja, mit dem Titel Soul Reise. Ja, 7 Tage zum Ich. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ja, es geht weiter mit dem besagten Thema. So kommen wir auch zur Tantra-Seelenverbindung. Ja? Ja, es wird sexuell und da geht es dann weiter. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Probelesung und Korrektur, ja, dieses Werkes, was sich noch in der Erschaffungsphase befindet. Ne? Also, falls ihr mich mal stumm hört oder zu lange korrigierte Phasen da drin sind, wo ich nicht spreche, hört ihr interessante Klänge im Hintergrund, denen ihr euch hingeben dürft. Ne? Wie so vielen Dingen im Leben. Also, weiter geht's. So kommen wir auch zur Tantra-Seelenverbindung. Ja, es wird sexuell, denn davon können wir uns als fleischliche Geistwesen nicht freisprechen. Was ich persönlich auch sehr schön finde, das hört sich ja schon mal gut an, ne? Doch ich bin so unwissend, was mein Herz wirklich so frei leben lässt. Das geht, da machen wir mal ein Leerzeichen rein. Oh, ja, machen wir es so. Das geht immer nur in dem sicheren, ja, wie klein das geschrieben, ne? Gefühl der Verbindung auf der Reise zur Verschmelzung. Da machen wir ein paar Kommas rein, wa? Das geht immer nur in dem sicheren Gefühl, Komma, der Verbindung auf der Reise, Komma, zur Verschmelzung, Komma, von allem, was wir sind. Oder besser gesagt, von was uns ausmacht. Und das war mit Absicht so geschrieben. Das schreibe ich auch noch rein. Das war mit Absicht so geschrieben. Machen wir dann in Klammern was. Ja, machen wir in Klammern. In Klammern. Bam. Bam. Speichern. Das benötigt Verständnis und Vertrauen, sodass Mann und dann noch ein N in Klammern dahinter und Frau sich öffnen darf, kann und sollte. Denn sonst verpassen wir unser Glück in der Erkenntnis, in der, da hat er was hier draus gemacht, erkennt. Sonst verpassen wir unser Glück in der Erkenntnis, Komma, dass es eine Verbindung gibt, die absolutes Vertrauen und Hingabe benötigt. Bist du auch so neugierig, was man noch nicht weiß über die Paarung unserer Lebenszeit? Dann fangen wir mal erregt an und dringen in das Thema ein. Ihr hört schon, das ist ziemlich spannend formuliert, ne? Ich habe auch alles gegeben, um da Spaß mit reinzubringen, ja, Begeisterung und Gefühl. Ganz, ganz aus der Tiefe. So, dem Geheimnis auf der Spur, was es heißt, sich zu ergießen und zu schmelzen in den Armen deines Partners. Und ich finde ja, dass Tantra, also das Sexuelle, ein sehr wichtiger Aspekt der Seele ist. Deshalb habe ich das auch hier reingenommen in diesem Buch. Nur als kleine Erläuterung dazu. Ja, siehst du, unterm Sternenhimmel einschlafen. Kommt da auch so ein bisschen interessante Werbung. Also der falsche. Ja, dann müssen wir das mal ein bisschen auf lautlos stellen, ne, damit wir hier nicht die Aufnahme mit Werbung vollpacken, die irgendwie mal gesagt wird von irgendwas. Also wenn ihr Werbung haben wollt, schaut bei mir hier auf ePubli vorbei. Dort gibt es interessanterweise mehrere Bücher von mir. Ja, zur Persönlichkeitsentwicklung, fürs Unternehmertum. Und in den Bereichen Erfolg ganz, ganz hilfreich. Ne? Also geht ganz in die Tiefe mit interessanten, spaßigen Geschichten aus meinem Leben. Und ja, ein Buch voller Fehler halt, ne? Wie das Leben so ist. Und wir dürfen mit diesen Fehlern heranwachsen und reifen. Dafür sind sie da. So, jetzt gehen wir mal weitermachen. Gucken wir mal. Das machen wir mal wieder weiter auf da. Dann kann das da weiterlaufen. Und dann machen wir mal weiter in den Asia. Ja, so, und dann machen wir hier mal. Ja, das ist schön. So, und jetzt gehen wir wieder weiter im Text. Wo sind wir?
dem Geheimnis auf der Spur. Was es heißt, sich zu ergießen und zu schmelzen in den Armen deines Partners. Tantra ist so alt wie neu. Jahrtausende. Nein, Jahrhunderte, Jahrzehnte. Alte Philosophie. Was denn nun? Es ist alles immer das, was und wann du es für dich entdeckst. Entdeckst. Es fängt immer bei dir an, doch war schon alles immer da. Du, das hat er auch umgedreht, hast es nur noch nicht mit deinen Sinnen wahrgenommen. Versteht sich doch gut, oder? Also, Tantra kommt aus Indien. Eines der kulturstärksten Länder unserer bekannten Zivilisation, würde ich sagen, schreibe ich dahinter. Punkt. Doch auch so unbekannt in vielen Dingen, die dem Glauben entspringen. Da wir in unserer westlichen Welt viel mehr von alten Ritualen entfernt sind und uns immer nur in so kurzen Zeiträumen bestimmen. Lass uns doch nochmal kurz formulieren. Also, Tantra kommt aus Indien. Das war direkt als kleinen Satz, ne? Eines der kulturstärksten Länder unserer bekannten Zivilisation, würde ich so sagen. Doch auch so unbekannt in vielen Dingen. Punkt. Die dem Glauben entspringen. Da wir in unserer westlichen Welt, viel mehr von alten Ritualen entfernt sind. Fehlt uns der Bezug zu diesen Dingen. Da wir uns immer nur in so kurzen Zeiträumen bestimmen, das fühlt sich schon wesentlich besser an im Satzbau, so lernen wir für die Zukunft auf einer Ebene, auf einer Ebene, die vergessen hat. Lernen wir für unsere jetzige Zukunft auf einer Ebene, die vergessen hat. Das ist tragisch, finde ich. Das ist tragisch, finde ich. Was haben wir vergessen? Fragezeichen. Den Charme als nichts Anstößiges zu sehen. Muss man eine Antwort machen. Antwort. Den Charme als nichts Anstößiges zu sehen. Die Hingabe als ein Geschenk sehen, so auch seine Partner. Ja, das kann man so lassen, ne? Die Hingabe als ein Geschenk sehen, so auch seine Partner. Doch oft leben wir in einem Verhältnis, wo es zum Streit führt, weil der andere Partner, jetzt kommt's, doppelt dreimal Pünktchen, die Socken, oder Unterhosen noch nicht gewaschen hat und eventuell nicht wie gewohnt an der gleichen Stelle im Schrank eingeräumt wurden.
geworden sind. Das ist der Starrsinn unserer Zeit. Nehmen wir mal ein Leerzeichen. Das ist der Starrsinn unserer Zeit, wo wir beziehungslos und frustgroß in einem Zusammenschluss leben. Bei einer Definition würde es nicht mehr als hingebungsvoll und erfüllte Partnerschaft gesehen werden können. Das ist die Ironie, wo wir heute leben. Wir sitzen emotionslos nebeneinander und hegen Das muss er jetzt nochmal durchgehen. Das ist die Ironie, wo wir heute leben. Wir sitzen emotionslos nebeneinander. Mithören, mit Fehler gucken, korrigieren und hegen eine tiefe Beziehung als Ersatz zum Seligen, zu Maschinen und dem ganzen Schnickschnack. Und hegen keine Tiefe. So, jetzt haben wir es. Hat er das K weggemacht. So, das ist die Ironie, wo wir heute leben. Wir sitzen emotionslos nebeneinander und hegen keine tiefe Beziehung. Punkt. Keine tiefe Beziehung. Punkt. Als Ersatz zum Seligen, zu Maschinen. Ah, jetzt haben wir es falsch rum. Wir sitzen emotionslos nebeneinander und hegen eine tiefe Beziehung. Pass auf. Zu Maschinen. Als Ersatz zum Seligen. Und dem ganzen Schnickschnack der Konsumgesellschaft. Moment. Da hat er den Satz gesprengt. Das ist die Ironie, wo wir heute leben. Wir sitzen emotionslos nebeneinander. Müssen auch ein bisschen ausschmücken, ne? Auf der Couch und hegen eine tiefe Beziehung zu Maschinen als Ersatz zum Seligen, Partner. Punkt. Der ganze Schnickschnack der Konsumgesellschaft wie Serien, Filme, darunter Pornos und weiteren Ablenkungen von unserem wahren Leben. Da ist es jetzt wieder auseinandergerissen. Der ganze Schnick und Schnack der Konsumgesellschaft lenkt uns ab. Lenkt uns ab vom Leben. Punkt. So auch wie Serien, Filme, darunter Pornos und andere Ablenkungen, die es im Angebot gibt, die Werbung macht es. Doch das wahre Leben sitzt direkt nebenan oder neben dir dran. Doch das wahre Leben sitzt direkt nebenan oder neben dir dran. Kannst du da deinen Partner noch richtig sehen? Wie verstehst du deine Sexualität? Es ist
in meinen Augen jetzt viel mehr, denn ich lebte als unreifer Mensch bestimmt 28 Jahre meines Lebens unbewusst her. Jetzt, wo ich mir dessen mehr bewusst wurde, das machen wir groß. Jetzt, wo ich mir dessen mehr bewusst wurde, finde ich die Beziehung zu mir und zu meinem Seelenpartner. Das ist echt heftig krass. Das zu sehen, wie ich war und was da draußen in Verbindung und Gefühlen möglich ist. So geht es auch im Bereich Sex. Das wiederholen wir nochmal für die Einprägung. So geht es auch im Bereich Sex. Sex. Mit mir jetzt anders als nur der verblendete Weg der Industrie, die uns stumpf macht. Ob man sein Glück durch die Filmchen findet, bleibt jedem selber überlassen. Das zu begreifen, begreifen, war sehr schön. Für mich nicht mehr höchstens als. Ah, okay. Mal, da müssen wir noch ein bisschen was fummeln. Geduld euch einen Moment. Testen wir es mal. So. War sehr schön. Das zu lassen, war es wert. Für mich auf jeden Fall. Der Fokus und Blickwinkel ist hier wichtig. Höchstens als eventuelle Inspiration würde ich es nochmal unter die Lupe nehmen. Aber mit einem anderen, wie nennt sich das? Anderen, Antrieb. Genau, das ist gut. So, der Fokus und Blickwinkel ist hier wichtig. Höchstens als eventuelle Inspiration, Komma, würde ich es nochmal unter die Lupe nehmen, aber mit einem anderen Antrieb. Doch achtet mal auf die Objektverwaltung von Körpern, Komma, die wie Maschinen ohne Gefühl in die Kamera stöhnen. Soll es das sein? Nein, das ist nicht mehr mein Ding. Darum sprechen wir hier jetzt über die Tiefe der sexuellen Lebensenergie und Kreativität unserer Verbindungskraft. Yeah. Mächtige Sache das. Das ist eine Überschrift, ne? Nur mal so zur Info. Dieses Potenzial, was da ist, bringt Leichtigkeit. Das wird groß geschrieben, obwohl es leicht ist, ne? Oh. Wo bin ich jetzt? Was hat er gemacht? Ah. Dieses Potenzial, was da ist, bringt Leichtigkeit und Vertrauen zu uns und uns, zu unserem erhabenen, gleichwertigen Partner. Unsere Wesen werden durch den Spirit, ja, der Spirit, ein ganz, ganz krasses Wesen, dieses Vögelchen an Spirit,
Es fliegt umher und wir dürfen es greifen, wenn wir es sehen. In eine gemeinsame Entwicklung auf höherer, auf dieses Potenzial, was da ist, bringt Leichtigkeit und Vertrauen zu uns. Punkt. Das Und wegmachen. Zu unserem erhabenen, gleichwertigen Partner. Das auch. Das auch. Zu unserem erhabenen, gleichwertigen Partner. Unsere Wesen werden durch den Spirit in eine gemeinsame Entwicklung auf ein höheres Level geführt. Denn in meinem Kopf ist es eine Führung zum Glück, zu vertrauen, dass du es bist, er es ist, sie es ist, wir es sind. Die Verbindung ist ja Energie. Darum geht es auch durch alles. Alles ist in unserer Lebensenergie enthalten. Diese kannst du, ob Mann oder Frau, komm mal, mach mal da rein, auch senden und damit schenken. Machen wir einen Punkt. Das habe ich ja irgendwann um 1 Uhr geschrieben, ne? Also, ja, richtig, auch auf körperlicher Ebene. Das Körperliche machen wir klein. Denn ein Tipp an euch, ich habe erfahren, dass wenn ich jetzt die frühen Phasen des Aufstehens, der Zeit am Tag nutze, dann ist eine ganz andere Schwingung in mir drin. Ganz schön heftig. Bin ganz andere Gedankengänge. Das bringt dich dazu, Sex ganz anders wahrzunehmen, genau. Durch völlige Akzeptanz deiner Lebensenergie und basierend auf einer Philosophie entstehen Kräfte in dir, die du verstehst und mit ihnen ins Gespräch gehst. Das ist ein Dialog auf Gefühlsebene, die du zum Gegenüber ausstrahlst. Wir sprechen hier von Paarung der Seelen und Verschmelzung. Du verstehst, wohin das führt? Das Sein ist dann nicht mehr nur dein, sondern gemeinsam führt ihr etwas ein. Es geht auf, zusammen in euren Körpern. Punkt, Punkt, Punkt. Der mit Gefühl und Geist gefüllt wird vom Gegenüber. Persönlich finde ich es sehr praktisch, die Methode von Tantra in mein Leben einzubringen, dann mit meinem Bewusstsein zu verbinden. Dadurch entwickelt sich mein Bewusstsein weiter. Denn wir sind Sinneschinesen. Das ist, glaube ich, mein Wort, was ich da entwickelt habe, in Klammern gesetzt. Findet man so nicht im Netz. Sinneschinesen nochmal, ja? Genau das ist die Art von Wahrnehmung. Vernetze dich vielmehr mit dem Leben und deinem Partner. Dann entsteht etwas, Komma, was du noch nicht kennst. Denn durch die richtige Art, dein Gegenüber zu sehen, kannst du immer in Begeisterung leben. Denke, das darf ich dir versprechen. Denke, Komma, das darf ich dir versprechen, wenn deine Persönlichkeit über deinem Ego steht, so meine Erfahrung. Was sind deine Sehnsüchte in dem Bezug? Da machen wir mal ein Fragezeichen draus, ne? Ja. Und einmal freilassen. Sieht immer schön aus. Sobald du das geklärt hast in dir und mit deinem Partner, Komma, geht es ab. Das ist wirklich sehr erfüllend. Du erhöhst dein Sein, was deine Seelenreise auf neue Wege hinweist, die du gehen darfst. Taste dich diesen Wegen ran, dann baust du eine angenehme Spannung auf, und ich zappe gerade ganz wild mit meiner Faust, und zugleich eine Erleichterung fließt aus dir heraus. Dann gelangst du in die Entspannung rein und fühlst dich nicht mehr allein. Geborgenheit und Akzeptanz stellt sich ein, das Ganze gemeinsam.
Die praktischen Methoden des Tantra helfen, uns diese Erfahrung zu machen. Eine Entwicklung steht da. Da müssen wir eine Entwicklung draus machen. Entwicklung unserer Potenziale zu spüren, Geschenke anzunehmen, sich für den anderen einzusetzen und nicht zu verletzen. Das ist wichtig. Es ist die Heilung der Seele und das Einführen des Glücks. Ich habe eine Idee. Machen wir eine Klammer da rein und dann machen wir da ganz, ganz mehrere Leerzeichen und dann nochmal so und dann bitte Gedanke einfügen. Gedanke wird groß geschrieben. So, das ist cool. Das ist multimediale Vernetzung. Bitte Gedanke einfügen. Es ist die Heilung der Seele und das Einführen des Glücks, was wir lernen zu schenken. Einfügen. Ah, ich weiß was. Von dir und vom Partner. Dann machen wir das hier so. Wieder ein Dings und dann machen wir da wieder. Bock, 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 bock. Und so. Punkt. Echt cool. Es ist die Heilung der Seele und das Einführen des Glücks, was wir lernen zu schenken. Mit jeder Handlung, die wir auf unserer Haut spüren. Das ist eine neue, sehr herzliche Wahrnehmung von Geilsein. Oder Fragezeichen. Da machen wir leer. Absatz rein. Der Absatz bringt Spannung dahin. Denn da ist die Tiefe drin. Das stimmt mich sehr glücklich ein. Was ist mit dir? Hast du dieses Beisammensein schon mal so erlebt? Wenn nicht, darfst du dich auch glücklich schätzen. Denn es ist ein Weg, den du ab jetzt erfahren darfst. Denn mit diesem Buch hast du dich neu ausgerichtet und sensibler gemacht. Es ist keine Schlacht mehr. Es ist viel mehr. Das orgasmussische Leben und Streben. Das müsste ich auch. Orgasmussische Leben. Das ist bestimmt auch. Oh, mal in Klammer, wa? Ja, dann könnt ihr das feststellen, dass das auch wieder ein Wort von mir ist, wahrscheinlich. Und Streben nach der Erfüllung und der Zuneigung, die wir lernen, wieder zu spüren. Die Lehre des Sein ist wirklich unglaublich fein. Heftig, oder? Beziehe also gerne die Werte, des Tantra, in dein Leben mit ein. So bist du auch in der Partnerschaft nicht mehr allein. Sie helfen uns, gesünder einzugehen und zu sehen. Ah, okay. Sie helfen uns, gesünder. Drei Pünktchen. Ja. Einzugehen und zu sehen, was wirklich zählt. Moralische Urteile neu zu überdenken, Ängste und Schuld sowie Glaube neu zu definieren. Punkt. Dann zu erkennen und abzulegen oder in einem ganz neuen Licht zu sehen. Denn wenn du deine tiefe Verbundenheit, wird groß geschrieben, spürst, da machen wir alles mal im Morgen andersrum, ne? Ja. Entsteht ein Licht in dir. Da machen wir schön Absatz rein. Dein Geist sieht Farben im Dunkel des Raumes. Es sind die Sinne, die dich erleuchten und dir neue Dimensionen der Welt zeigen. Ich selber fühle und blicke auf Farben und Formen so sanft, die mich an meiner Vorstellungskraft wachsen lassen. Das geht dann über meinen
Körper und erzeugt Resonanz. Das geht dann über meinen Körper und erzeugt, das geht dann über in meinen Körper und erzeugt Resonanz. Wirklich schön, diesen Weg zu gehen. Es ist unglaublich schön, das zu sehen. Das Gefühl ist hier eine der größten Ekstasen. Ekstasen, die mein Bewusstsein in Wallung bringen. Das schwingt das Ding. Die Synergie ist dann ein Effekt, der erregend neue Geister weckt. Geil, ne? Ja. Und wenn der Flow kommt, dann geht's ab, rappelizap. So, legen wir also gerne mal alles ab. Gemeint ist nicht nur unser Kleid, unsere Hülle vom materiellen Schutz. Gemeint ist auch das Kleid unseres Verklemmtseins. Öffnen wir uns auch mutig, Komma, öffnen wir uns mutig, das ist auch Komma wegmachen, das ist immer nur, um verletzlich zu sein, dann zeigen wir dem Partner wahre Stärke zum Vertrauen, das auf Seelenebene zu bauen. Dann zeigen wir dem Partner wahre Stärke zum Vertrauen, dass wir auf Seelenebene zu bauen. Dass wir auf Seelenebene, dass, genau, wir auf Seelenebene zu bauen. Machen wir zusammen, das ist dann spektakulär. Ich schreibe schon dahinter, spektakulär. 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 Gut. Gut. Leerzeichen. Frage in den Raum, ne? Frage in den Raum. Oder es mal fallen zu lassen und uns dann wieder neu zu fassen. Diese Berührung kann uns umhauen. Das ist dann der Moment, wo dein Seelenpartner des Vertrauens zu dir steht und dich auffängt. Das ist das in diesem gefühlvollen Moment, wo du dich verlieren kannst, damit du dich in seine Arme schmiegen darfst. Das ist für mich sehr schön, daran zu denken. Weil genau das uns antreibt, findest du nicht? Fragezeichen. Was ist dein Erlebnis in diesem Bereich des hingebungsvollen Lebens? Was trinken? Du wirst eintauchen, alles vergessen, was du meinst zu wissen. Was du gelernt hast, ist nicht mehr wichtig. Dein Partner geht mit dir in Verbindung. So entstehen Kinder im übertragenen Sinne. Denn ohne Vertrauen kann sich nichts fortpflanzen. Fortpflanzen. Aus Zweifel und Angst entstehen keine Samen, die sich in den Schoß von Mutter Natur einbetten kann und wachsen. Gucken wir mal, wie lange das schon läuft, der Podcast hier. Ja. Denn jeder Zweifel, egal wie klein, lässt dich erstarren und bringt keine Herzwärme hinein. Ich möchte kein Nutztier sein, was nur zur Aufzucht gehalten wird. Ich möchte gleichgestellt sein und auf einer Ebene mit meinem Partner sein. Wem das auch wichtig ist, der hebe jetzt bitte die Hand. Ja, hier. Egal, wo du gerade bist, lächeln darfst du auch und deinen Partner jetzt dieses schenken. Denn Zuneigung wird groß geschrieben. Erzeugen wir nur durch dein Zugestehen, dass du mit deinem Partner willst weitergehen. Das aus Überzeugung und Glaube an mehr. Die Gesellschaft
kann an dir vorübergehen. Gemeint ist die da draußen, die dir einen Knebel anlegen und dir sagen, wie du dein Leben zu führen hast. Denn das ist Seelenquatsch. Es führt nicht in die Erfüllung. So findest du nie die wahre Bindung. So, ich habe schon wieder Kirsche geschrieben. Auch die Kirsche wird dir da nicht helfen oder die Religion. Denn alles, was hier zählt, ist dein Zutun. Es geht in die Meditation zur Sexualität mit deinem Partner, der dir gegenübersteht. Liegt dich begehrt und fühlen möchte. Was möchtest du? Bist du dafür bereit? Und beim nächsten Podcast geht es weiter in Bezug zu Zärtlichkeit und Beziehung Nähe aufbauen. Der Mittelpunkt ist der achtsame Umgang und die Beobachtung, die dann mit deiner Intuition die richtige Berührung zum Partner ausführt. Also seid gespannt, ich freue mich. Teilen, liken, lieben, leben und kommentieren. Ich muss jetzt mal kurz wohin und dann wird gleich weitergelesen. Also wir freuen uns. Ja, schaut gerne bei YouTube vorbei, Instagram und Co. Mein Name ist Dennis Cool, dancool-hallo-nachbar. Das ist der Kanalname. Bis dann, euer Dennis. Viel Erfolg, viel Spaß, viel Freude im Leben. Seid Sexualität in eurer Bewusstseinsebene. Das inspiriert.